Ja, das war jetzt mal ein etwas anderes Behind-the-Scenes-Video. Schaut doch mal bei Markus vorbei. Die Webseite war ja gerade eingeblendet. Und wenn ihr die Bilder sehen wollt vom Shooting, dann schaut auf meinem Blog vorbei. Da stehen auch die EXIF-Daten dabei. Oder auf meiner Facebook-Seite, da habe ich auch schon ein paar Bilder davon gepostet. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir auch gerne mal in die Videokommentare, was ihr davon oder wie ihr das Video so fandet. Ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt hier unten auf den Knopf und dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Ihr werdet dann immer informiert, wenn ich neue Videos hochlade zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung. Und hier habe ich euch auch schon zwei Videos verlinkt. Das eine ist zum Thema Reflektor, also Faltreflektor, welche Oberfläche da für Porträts geeignet ist. Und das andere ist auch noch ein anderes Behind-the-Scenes-Video, auch mit der Annika als Model. Da könnt ihr auch mal schauen, wenn euch das interessiert. Gut, das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.